willkommen zu unserem Livestream. Wir machen heute Ballett für Kids mit mir. Ich bin Anna. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich bin ganz gespannt, wie es gleich abläuft. Ich habe das noch nie gemacht mit Livestream, mit einer Kamera. Eine Kinderstunde ohne Kinder, das ist natürlich was ganz Neues für mich. Aber wir werden das schaffen und ich bin davon überzeugt, dass wir gleich eine schöne Stunde gemeinsam machen werden. Die Kinder, die schon mal bei mir waren, die kennen das. Wir fangen am Boden an. Ihr setzt euch schon mal hin, streckt die Füße aus. Wer mag, kann Socken, Schläppchen ausziehen, dass ihr barfuß seid. Ihr setzt euch hin, macht die Beine lang, Füße ganz lang gestreckt und die Arme zur Seite. Ich mache kurz die Musik an. So, und dann geht's los. Wir fangen an. Wir ziehen die Füße an und strecken. Und anziehen. Strecken. Anziehen. Der Rücken ist ganz lang. Strecken und anziehen. Strecken. Anziehen und strecken, strecken, kurz halten, wir drehen die Beine aus. Ausdrehen, die Knie bleiben lang, eindrehen. Ausdrehen und eindrehen. Wieder ausdrehen, Rücken ist lang, eindrehen. Ausdrehen, außen halten und wir ziehen die Füße wieder an. Anziehen und strecken. Arme zur Seite, anziehen und strecken. Anziehen, strecken, anziehen, strecken, Beine wieder eindrehen. So, jetzt nochmal checken, ist der Rücken noch lang? Sind die Beine noch gestreckt? Sind die Füße noch gestreckt? Arme zur Seite und wir ziehen das rechte Knie an. 5, 6, 7, 8, drehen es aus, das heißt, das Knie geht zum Boden. Wir machen das Knie lang, Bein ist noch ausgedreht und dann drehen wir das Bein wieder ein. Nochmal und das Knie geht hoch. Wir drehen das Bein aus. Wir strecken das Bein schön mit den Zehen am anderen Bein entlang. Wieder eindrehen. Dann ist die andere Seite dran. Und hoch, hoch. Und ausdrehen. Schön mit den Zehen am Bein entlang. Ganz lang das Bein machen. Und eindrehen. Und auch hier nochmal. Rücken ist lang. Hoch, 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 hoch. Und ausdrehen. Entlang das Bein strecken, eindrehen und mit beiden Beinen zusammen. Hoch, 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 langer Rücken, Beine ausdrehen, beide Beine strecken, die Zehen berühren sich und beide Beine eindrehen. So, das Ganze können wir auch andersrum machen. Wir drehen das Bein aus. Dann ziehen wir das Knie an, aber ausgedreht natürlich. Wir drehen das Bein ein, dabei geht das Knie hoch. Und wieder strecken. Nochmal und ausdrehen. Schön das Bein lang halten. Knie anziehen. Bein eindrehen. Rücken bleibt lang. Und wieder strecken. Und die andere Seite. Ausdrehen. Knie strecken, schön halten. Knie anziehen. Eindrehen. Und strecken. Nochmal gucken, dass der Rücken gerade ist. Und nochmal. Ausdrehen. Atmen. Knie anziehen. Eindrehen. Strecken und mal tief durchatmen. Dann versuchen wir mal mit unseren Füßen zu klatschen. Die sind immer noch ganz doll gestreckt und wir klatschen mit den Füßen, ohne dass sich die Beine bewegen. Die sind ganz fest.
Klatschen, wir strecken die Füße wieder. Rücken bleibt lang. Arme nochmal zur Seite nehmen. Absetzen. Und nochmal tief durchatmen. Es geht gleich weiter. Wir bleiben gestreckt vorne. Arme zur Seite und wir heben die Beine gleich hoch. Mit der nächsten. Schön aus der Hüfte raus. Lang nach vorne. Und hoch. Und ab. Nochmal hoch. Ja, ab. Hoch. Ab. Letztes Mal. Und absetzen. Andere Seite. Hoch. Hoch. Und ab. Ab. Hoch. Hoch. Ab. Ab. Hoch. Hoch. Ab. Ab. Letztes Mal. Ab. Andere Seite, doppeltes Tempo. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Nochmal. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Und die andere Seite. Hoch und ab. Hoch und ab. Langer Rücken, das ist ganz wichtig. Versucht das Bein so lang wie es geht nach vorne zu ziehen. Hoch und ab. Noch zwei. Und ein letzter. Okay. Wir strecken ein Bein in die Luft und malen mit dem Fuß. Malen ein Haus. Es hat zwei Wände. Und es hat auch ein Dach. Und was hat ein Haus noch? Da fehlt noch eine Tür. Malen wir eine Tür rein. Die Tür hat auch einen Griff. Und ein Schlüsselloch. Ne? Ganz wichtig da, das kleine Schlüsselloch. Und das Haus hat Fenster. Zwei unten. Und ein rundes oben im Dach. Dann nehmen wir den anderen Fuß. Und mit dem malen wir eine große Sonne mit ganz vielen Strahlen. Die ist nämlich ganz warm, die Sonne. Und dann fliegt da auch ein Vogel in der Luft. Und noch einer. Und vor dem Haus, da sind zwei Kinder. Ein Kopf. Wir können einfach Strichmännchen malen. Arme, zwei Beine, noch das zweite Kind, es hat auch einen Kopf, Körper, auch zwei Arme, zwei Beine und die Kinder, die pflücken eine Blume, die malen wir auch. Die Blume hat einen langen Stängel und ein kleines Blatt unten. Dann hat die Blume oben eine Blüte, die ist rund, die malen wir auch aus. Blätter, die Blume. Malen wir alle mit dem Fuß dazu. So, und dann lehnen wir den Fuß runter, schütteln die Beine aus und dehnen uns ein bisschen. Wir gehen direkt in die zweite Position, nehmen die Arme hoch und versuchen uns ganz weit nach vorne zu lehnen. So weit wie es geht, ohne dass der Rücken rund wird. Und da, wo es nicht mehr weitergeht, da halten wir. Arme sind in der Luft, der Kopf guckt dahin, die Wirbelsäule sagt. Halten wir, Füße sind lang und dann legen wir uns unten ab. Arme auf dem Boden, Kopf rund. Und hier halten wir auch kurz. Und dann krabbeln wir zu einem Bein. Füße sind schön gestreckt. Und versuchen uns auf das Bein drauf zu legen. Kurz aushalten. Dann krabbeln wir über die Mitte zum anderen Bein. Auch hier halten wir kurz. Schaut, dass eure Füße und die Knie nach oben gucken, ja, dass die nicht nach vorne fallen, sondern dass die schön offen sind. Und dann krabbeln wir wieder in die Mitte. Der Kopf hängt und wir ziehen mal die Füße an. Wer schafft es, dass hier eine kleine Lücke zwischen Fersen und dem Boden entsteht? Das ist super. Ganz doll die Knie durchstrecken. Nochmal ein bisschen tiefer gehen. Und dann rutschen wir, kommen zurückgekrabbelt, rutschen mit der Hüfte ein bisschen nach vorne, sodass wir weiter in der Grätsche sitzen. Wir nehmen nochmal die Arme hoch
Strecken die Füße, Arme in die Seite und wir ziehen nach links, rechts. Gucken schön nach vorne dabei und komm in die Mitte, Arme tief, Beine zusammen. Nehmen die Arme wieder hoch und legen uns so weit wie wir können nach vorne auf die Beine ab. Kurz halten und abwechselnd die Füße flexen. Wechsel. Nochmal beide Füße strecken. Nochmal ein Stück tiefer. Und wieder hochrollen. Wir gehen in den Ausfallschritt. Wichtig ist, dass euer Knie über der Ferse ist und ihr hinten auch ein gutes Stück weg seid mit eurem Knie. Dann versuchen wir hier die Hüfte locker zu lassen. Sind ganz doll aufgerichtet. Und dann greifen wir nach unserem hinteren Fuß. Gucken aber weiter nach vorne. Lassen los und schieben uns, so wie wir sind, mit dem Popo nach hinten. Das sollte jetzt hier unten ziehen. Dann gehen wir ein bisschen nach vorne mit dem Oberkörper und rutschen mal in den Spagat. So, wichtig, lange Beine, lieber hier als hier. Ja, also streckt die Beine und dann gehen wir zur anderen Seite. Auch hier wieder Ferse unter Knie, mit dem anderen Knie schön weit nach hinten. Hüfte runterdrücken. Wir greifen unseren Fuß. Gucken weiter nach vorne. Lösen wieder. Und schieben uns nach hinten. Oberkörper schön rein. Und dann rutschen wir auch hier in den Spagat. Füße strecken. Lösen. Und wir gehen einmal in den Mittelspagat. Gehen hier in die Grätsche und rutschen so weit wie es geht nach unten. So. Wichtig ist, dass der Popo mit den Fersen auf einer Linie ist, sodass ihr nicht hier hinten sitzt und auch nicht hier vorne, sondern schön in der Mitte. Arme vorne ablegen. Und geschafft. Lösen. Einmal hinstellen, alles ausschütteln. Oberschenkel ausschütteln, Waden ausschütteln, Hände ausschütteln. Und wir machen weiter mit einem kleinen Krafttraining. Wir gehen in die Plank. Das heißt, Unterarme auf den Boden, Füße aufgestellt, Popo fest, Bauch fest, Hände flach ablegen und halten. Noch ein bisschen länger halten. Lächeln dabei nicht vergessen, das macht alles Spaß. Wir halten noch ein bisschen länger. Popo ist ganz fest. Und dann setzen wir die Knie ab. Ziehen die ran. Kommen wieder in den Stand. Wir öffnen die Beine. Füße gucken nach außen. Und wir gehen tief. Das halten wir kurz. Und dann gehen wir abwechselnd mit den Pferden hoch. Hoch, ab, andere Seite. Hoch, ab, hoch. Nochmal. Hoch und ab, Und beide zusammen. Hoch und ab, hoch. Halten, absetzen, Beine strecken. Wir legen uns auf den Boden, Arme lang, legen uns hin, strecken die Arme aus und kommen wieder ins Sitzen. Hoch und ab und hoch und ab und hoch und ab. Nochmal
ablegen, hoch und ablegen, hochkommen. Wir gehen nochmal in die Grätsche, strecken uns, gehen so weit wie es geht nach vorne und wieder hoch. Nach vorne, wieder hoch. Nach vorne, hoch, noch zwei. Nach vorne legen. Super. Auf den Rücken nochmal legen. Bein öffnen. Und die Fersen ziehen zusammen. Schließen, schließen, öffnen. Schließen, schließen, öffnen. Schließen, schließen, öffnen. Schön die Fersen zusammenziehen. Oh, ein letztes Mal noch. Zack, zack. Und auf. Gut, dann kommt wieder ins Stehen. Krafttraining geschafft. Der Marc kann ganz schnell was trinken flitzen. Schläppchen oder Socken wieder anziehen. Und dann, Moment. Zwei. So. Wir machen eine kleine Rhythmusübung. Das heißt, wir zählen alle zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Das machen wir die ganze Zeit, immer wieder von vorne. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Wenn das soweit klappt, nehmen wir die Füße mit dazu. Und zwar machen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die ganze Zeit. Achtung und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Als nächstes hängen wir einen Klatscher hinten dran. Das heißt, wir haben Stampf, Stampf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das machen wir zweimal hintereinander. Achtung. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das merken wir uns kurz und wir machen einen neuen Teil. Wir fangen wieder an. 1, 2, 3. Alle zusammen. 1, 2, 3, 4. Als nächstes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, stampfen, stampfen, klatschen, ohne Pause direkt weiter. Und noch einen Klatscher hinten dran. Zusammen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist unser zweiter Block. Den machen wir einmal. Alle zusammen einmal den Achterblock. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Wiederholen nochmal den Viererblock. Hatten. Stampfen, stampfen, klatschen. 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir zweimal den Viererblock
und häng direkt den Achterblock dran. Seid ihr bereit? Achtung! 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Oh, ich habe mich verzählt. Entschuldigung, nochmal. Viererblock. Achtung! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Den Achterblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direkt nochmal. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen das jetzt ein paar Mal in Schleife. Das heißt, zweimal Viererblock, einmal Achterblock, zweimal Viererblock, einmal Achterblock. Los geht's. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ich hoffe, das hat bei euch allen super geklappt. Ich sehe gerade, wir sind dabei. Liebe Grüße, Amelie und Susanne. Schön, dass ihr dabei seid. Und hallo an alle anderen, die auch dabei sind. Als nächstes, mach wieder Musik an. So. Wir üben die Positionen. Die Kinder, die schon ein paar Mal beim Ballett waren, die kennen die vielleicht schon. Alle, die neu dabei sind, wir lernen die jetzt. Die erste Position, die wir heute kennenlernen, ist Füße zusammen, Beine zusammen. Die Zehen schauen gerade nach vorne. Das ist die sechste Position. Ja, alles guckt nach vorne, die Füße sind parallel, das heißt, es sind zwei Linien, die nebeneinander verlaufen. Und hier stützen wir die Arme ein und gehen mal in die Knie. Eliana ist auch dabei, das freut mich. So, wir strecken wieder. Wer weiß noch, wie das in die Knie gehen heißt? Überlegt mal kurz. Machen es nochmal. Plié. So. Also, wir gehen ins Plié. So tief, wie es geht. Ganz wichtig, nehme ich kurz. Fersen bleiben auf dem Boden dabei. So, und wieder strecken. Nochmal Plié. Und strecken. Ich muss kurz die Musik ein bisschen leiser machen. So, dann kann ich besser konzentrieren. Also, wenn wir jetzt ins Plié gehen, ist ganz wichtig, was hier mit unserer Hüfte passiert. Und zwar, wenn wir stehen, ist die Hüfte gerade. Und das muss im Plié auch der Fall sein. Wir können uns das vorstellen, wir haben eine Schüssel mit Wasser. Das ist unsere Hüfte. Und in dieser Schüssel liegt ein kleiner roter Ball. Wenn wir jetzt die Hüfte gerade halten, dann liegt der Ball einfach in der Schüssel und geht mit hoch und runter. Wenn wir jetzt die Hüfte aber zu sehr beugen, dann fällt der Ball einfach raus. Das Gleiche passiert natürlich auch, wenn wir sie nach hinten beugen. Dann fällt der Ball auch. Und wir wollen diesen kleinen roten Ball aber auf gar keinen Fall verlieren. Deshalb, Hüfte gerade. Fühlen mal, ihr habt hier so zwei Hüftknochen. Die könnt ihr spüren. Die schauen hier so ein bisschen raus. Dann wisst ihr, da ist eure Hüfte. Und dann gehen wir nochmal ins Plié. Strecken. Und dann fühlen wir mal, wenn wir jetzt den Popo hinten rausstrecken, dann merkt ihr schon, dann kippt es hier nach vorne. Na, das passiert mit der Schüssel. Und dann fällt der kleine rote Ball raus. Also müssen wir es wieder gerade machen. Wenn wir jetzt das Becken nach vorne kippen, fließt das Wasser hinten raus. Wollen wir auch nicht. Gerade. Dann machen wir ein Plié. Becken. Plié. Und gucken nochmal hier. Wo ist gekippt? Nee, das wollen wir nicht. Gerade. So sehr nach hinten, genau die Mitte. Und dann kommen wir wieder hoch. Ich drehe mich wieder nach vorne. Und dann hier haben wir zwei Muskeln. Die spannen wir als nächstes ganz doll an, damit wir zu unserer nächsten Position. Ganz fest. Und dann versuchen wir die so ein bisschen nach vorne zu drehen. Und ihr seht schon, was dann bei mir passiert. Dann drehen sich die Füße nach außen. So, nochmal. Hier die Muskeln anspannen. Und nach vorne drehen, gehen die Füße auf.
Das ist unsere nächste Position. Die nennen wir die erste. Die Füße gucken zur Seite, die Knie sind über den Füßen, die gucken in die gleiche Richtung. Und wenn wir jetzt ein Plié machen, haben wir ein schönes großes Loch zwischen unseren Knien. Und wieder strecken. Nochmal Plié. Ich sehe, es sind schon ganz viele dabei, das freut mich. Hallo Lara, hallo Liova und Liam und der TG Hanau-Nachwuchs, Selina. Schön, dass ihr alle da seid. So, beim nächsten Plié achten wir darauf, dass die Hüfte wieder gerade ist. Ganz gerade mit der Hüfte und wieder hoch. Nochmal tief. Jetzt gehen wir mal absichtlich in die falsche Richtung mit der Hüfte, kippen die nach vorne und kippen sie nach hinten, um dann die Mitte zu finden und wieder hochzugehen. So, in der ersten auch ganz wichtig, wenn die Hüfte gerade ist, dass die Fersen auf dem Boden bleiben. Guckt mal, ob ihr das alle macht, ob alle Fersen auf dem Boden sind. So, dann strecken. Kurz mal die Arme ausschütteln. Wieder einstützen. Dann gehen wir in die zweite Position. Für die zweite Position strecken wir das Bein. Das geht nach außen. Das nennt man ein Tendu. Und wir schieben von da, wo unser und da, wo der Fußzeh ist, schieben wir noch ein bisschen weiter und setzen die Ferse ab. Dann gucken wir, dass beide Füße in die gleiche Ecke, also nicht in die gleiche Ecke, sondern gleich weit von der Mitte ausgedreht sind. Und dann checken wir nochmal die Hüfte nach hinten. Das wollen wir nicht. So, geht nach vorne. Ihr merkt, nach vorne ist jetzt schon schwieriger. So, Mitte. Und wir gehen tief. Tief, tief. Hier ist es einfacher, die Fersen auf dem Boden zu lassen. So. Nochmal. Und wieder hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt mal eine freie Wand suchen. Oder auch eine Tür, da ist ja immer frei. Stellt euch mit dem Rücken dran in der zweiten Position und versucht ganz lang darunter zu gehen. Und wieder strecken. Und nochmal tief. Und wieder strecken. Genau, ganz wichtig, dass nicht das hier passiert. Ne? Das ist natürlich viel einfacher, aber das wollen wir nicht. Nochmal, deshalb schön an der Wand stehen. Hüfte gerade, Fersen auf dem Boden. Wieder hochkommen. Und wenn wir wieder in die erste Position gehen wollen, verlagern wir das Gewicht auf unser Standbein, strecken den Fuß und ziehen das Bein wieder zurück. Wir üben das gerade noch mit der anderen Seite. Fondue. Da, wo der Fußzeh ist, Ferse absetzen. Und ein schönes Plié. Fersen am Boden, Hüfte gerade, Rücken lang. Die Knie sind ganz doll nach außen gedreht, so weit wie ihr könnt. Und wieder strecken. Nochmal. Tief. Und strecken. Fondue. Und zurück. Dann drehen wir die Füße nochmal ein. Und ihr seht, da sind wir wieder in unserer sechsten Position. Die Füße zeigen nach vorne, Knie zeigen nach vorne. Wir haben es geschafft. So. Jetzt, wenn wir die Pliés und die Positionen können, werden wir auch eine kleine Übung machen. Folgendermaßen. Wir machen die in der sechsten Position. Habt ihr jetzt gelernt. Füße nach vorne, Knie nach vorne. Arme eingestützt. Wer will, kann sich beim ersten Mal am Sofa festhalten oder an der Mama oder am Papa oder was da sonst so gerade ist. Schaut, dass wenn ihr euch festhaltet, dass es wirklich feste Sachen sind. Ja, ein Tisch oder ein Stuhl, aber kein Fernseher, keine Vase, sonst irgendwas. So. Wir fangen an mit dem rechten Fuß. Wir stellen uns vor, dass wir am Meer sind. Wir stehen im Sand und wir wollen den Sand, der unter uns ist, ganz weit nach vorne schieben. Und wir schieben und schieben und schieben und schieben. So weit, wie es geht, ohne dass wir uns dafür bewegen müssen. Und dann holen wir den Sand von da vorne wieder zurück. Zurück, zurück. Das ist ein Tendu. Das können wir auch zur Seite machen. Das haben wir gerade für die zweite schon geübt. Schieben wir den Sand zur Seite. Schieben ihn wieder zurück. Zack. Und nach hinten geht es auch.
Dafür schieben wir nach hinten, nach hinten, nach hinten und strecken das Bein. Und auch wieder nach vorne, zack, 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 zack. Wichtig beim Tendu ist, dass die Knie immer gestreckt sind. Und zwar nicht nur eins, sondern alle beide. Von eurem Standbein, das ist das Bein, auf dem ihr steht. Und von eurem Spielbein, das ist das, was sich bewegt. Müssen beide Knie immer, immer, immer gestreckt sein. So, für die Übung stützen wir die Hände wieder ein und wir gehen nach vorne, vorne, zurück, zurück, vor, vor, rück, rück. Dann gehen wir zur Seite mit dem gleichen Bein. Eins, zwei, drei, vier, nochmal, sechs, sieben, acht. Als nächstes gehen wir nach hinten. Wir haben wieder 1, 2, 3, 4 ist schließen. 5, 6 und wieder schließen. 7, 8 und zum Schluss gehen wir nochmal zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann stehen wir kurz, gucken schön nach vorne, lächeln. Bauch rein, Brust raus und warten, bis die Musik zu Ende ist. Also zweimal nach vorne, zweimal zur Seite, zweimal nach hinten und nochmal zweimal zur Seite. Und? So, Achtung, 7, 8, wir fangen an. 1, 2, 3, 4, nochmal nach vorne, vor, vor, rück, rück, zur Seite. 1, 2, 3, 4, nochmal, 5, 6, 7, nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stehen. Ordentlich Kopf hoch, Bauch rein, Schulter nach hinten. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir aber nur mit einem Bein die Tendus gemacht. Das heißt, wir müssen das Gleiche mit dem anderen Bein machen. Wir üben das nochmal. Wir hatten gerade das rechte Bein, jetzt nehmen wir das linke Bein. Wir haben 1, 2, 3, 4 nochmal, 5, 6, 7 und zur Seite. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Denkt wieder an die Knie, dass die immer schön gestreckt sind. Und nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und auch hier. Nochmal schön stehen, Schulter nach hinten, Kopf hoch, strahlen und warten, bis die Musik vorbei ist. Los geht's. 7, 8, vor. 1, 2, 3, 4, nochmal. 5, 6, 7, 8, zur Seite. 1, schön die Füße strecken, wenn ihr außen seid. Und nochmal. 7, 8, nach hinten. 1. Bleibt schön hinter eurer Nase, dass das Bein nicht irgendwo anders hingeht. Nochmal. Schließen. Ein letztes Mal zur Seite. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Gerade stehen,
Lächeln. Okay. Gut. Haben wir das geschafft. Das heißt, ihr könnt jetzt, ihr wisst, was eine sechste Position ist. Wie sieht die erste Position aus? So, was haben wir dafür gemacht? Wir haben hier die Muskeln angespannt und ein bisschen nach vorne gedreht. Dann haben wir gelernt, wie die zweite Position aussieht. Wir machen ein Tendu, setzen den Fuß ab und haben eine wunderschöne zweite Position. Und wir haben auch gelernt, wie wir wieder zurückkommen, Gewicht verlagern, Fuß strecken, schließen. Erste Position und von hier Füße zusammen, sechste Position. Wir haben die Pliés geübt in allen Positionen und wir haben in der sechsten Position die Tendus gelernt. So, als nächstes machen wir eine kleine Vorbereitung für die Drehungen. Ihr folgt mir gleich einfach. Ich sage schon mal kurz, was vorkommt. Und zwar stehen wir auf einem Bein, also zuerst auf Beinen. Dann stehen wir auf einem Bein und ziehen das andere Bein hoch. Wichtig hierbei ist, dass eure Fußzehen immer am Bein entlang gehen. Ja, also das heißt, es berühren sich immer Fuß und Bein. Und der Fuß geht bis zum Knie hoch. Da halten wir dann kurz und dann geht er wieder runter. Auf dem gleichen Weg, wieder am Bein entlang. Wenn es dreckig ist zu Hause, dann seht ihr es jetzt gleich besonders gut, weil dann eure Hosen ganz dreckig werden. Dann könnt ihr der Mama und dem Papa sagen, sie müssen mal putzen. So, auf der anderen Seite funktioniert es genauso. Schön am Bein entlang, bis zum Knie hoch. Der Rücken bleibt gerade, die Hüfte auch, Arme eingestützt. Und schön versuchen, das Gleichgewicht zu halten, okay? So. Wir stehen in der sechsten Position und ziehen unser Fuß hoch. Kurz halten und wieder ab. Nochmal. Hoch. Und wieder ab. Die andere Seite. Denkt dran, schön am Knie entlang. 3, 4, ab, 5, 6, 7. Nochmal. Hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andere Seite. Schön hoch. Wieder absetzen. Und direkt die andere Seite. Hoch. 2, 3, 4. Und ab. 7, 8. Als nächstes machen wir es doppelt so schnell. Das heißt, wir gehen 1, 2 und runter, runter. Achtung und 1, 2 und ab, ab. Nochmal hoch, hoch, ab, ab. Nochmal hoch, hoch und ab, ab. Andere Seite hoch, hoch, ab, ab. Letztes Mal. Hoch, hoch, ab, ab. Als nächstes haben wir wieder die langen Zählzeiten. 1, 2, 3, 4. Und sind aber schon auf der 1 oben. Halten. 2, 3, 4, 5, 6. Und auf 7, 8 geht's wieder runter. Achtung. 1, oben, halten. 3, 4, 5, 6 und runter, andere Seite, hoch, halten, halten, 5, 6, wieder absetzen und nochmal, hoch, 2, 3, 4, 5, 6 und ab, ab, nochmal, hoch, halten, 3, 4,
5, 6 und ab, ab. Wir nehmen mal die Arme in die Seite. Wieder runter. Nach vorne. Und halten. Sehr gut. Die Übungen machen wir, damit wir irgendwann drehen können. Und zwar machen wir dafür auch jetzt gleich eine Übung. Wir gehen mit dem rechten Bein nach hinten. Eins, zwei, setzen ab. Drei, vier. Und hier ist schon wieder wichtig, dass die Hüfte, die seht ihr, dass die wieder in der Mitte bleibt. So wie wir es vorhin geübt haben. Die rote Kugel wollen wir auf jeden Fall behalten, die in unserem Wasserbecken liegt. So, wir setzen ab. Hier vorne ist ganz viel Gewicht drauf, hinten ist ein bisschen Gewicht drauf. Und von hier gehen wir ins Relevé. Relevé heißt auf die Zehenspitzen und versuchen stehen zu bleiben. Wenn wir absetzen, geht die Ferse runter und der Fuß, wie wir es eben geübt haben, am Bein entlang. Wieder zum Boden. So, wir üben das mit dem rechten Bein. Achtung! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben absetzen und acht wieder runter. Dann üben wir die andere Seite. Achtung! Und eins, zwei, absetzen und hoch, 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 wieder runter. Das machen wir ein paar Mal zur Musik. Achtung, rechtes Bein fängt an. Rück, zwei, absetzen, vier, hoch, 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 andere Seite. Nach hinten, zwei, drei, vier, absetzen und hoch, hoch, hoch und ab. Nochmal rechts, eins, zwei, drei, vier und hoch, 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 absetzen. Nochmal links, eins, zwei, drei, vier und hoch, hoch, hoch. Noch zweimal auf jeder Seite, eins, zwei, absetzen, Hüfte gerade und hoch, hoch, hoch. Und ab. Eins, zwei, drei, Hüfte. Und hoch, hoch, hoch und ab. Letztes Mal auf jeder Seite. Absetzen. Schon mal vorbereiten und hoch. Halten und runter. Letztes Mal. Rück. Zwei, drei, vier. 6, 7, 8. Gut. Jetzt haben wir die Balance für die Drehungen geübt. Jetzt fehlt uns aber noch die Drehung. So, wir stützen die Arme wieder ein. Und ihr sucht euch jetzt, ihr braucht ein bisschen Platz dafür. Schaut, dass ihr genug Platz habt, dass ihr euch drehen könnt. Was ihr als erstes macht, ihr sucht euch einen Punkt an der Wand. Auf Augenhöhe. Wer einen Spiegel hat, kann sich in die Augen gucken und den Punkt nehmen. Wer keinen Spiegel hat, entweder sucht ihr euch einen Punkt an der Wand oder ihr könnt zum Beispiel Türgriff nehmen, Foto, Fernseher, irgendwas, was auf eurer Augenhöhe ist und nicht so nah. Also was ihr nicht umschlagt, wenn ihr euch dreht. Dann Hände einstützen, Punkt angucken. Wir drehen uns und gucken dabei unseren Punkt an. So lange, wie es geht. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, wenn sich der Körper nicht weiter drehen kann ohne den Kopf, dann kommt der Kopf, schlägt rum, guckt den Punkt wieder an und der Körper dreht hinterher. Dann geht es wieder von vorne los. Der Körper dreht, der Kopf dreht und der Körper dreht. Nochmal, Körper dreht, Kopf dreht, Körper dreht. Das gleiche in die andere Richtung. Ihr schaut euren Punkt wieder an, dreht den Körper, dreht den Kopf
Und der Körper kommt hinterher. Nochmal. Körper dreht, Kopf dreht, Körper dreht. Körper dreht, Kopf dreht, Körper dreht. Das machen wir auch zur Musik. Wir machen viermal die eine Seite, viermal die andere Seite, kurze Pause, nochmal viermal und nochmal viermal. Es geht los, wir drehen. Und Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Und die andere Richtung. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Kurz verschnaufen. Und es geht weiter. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Noch eine. Körper, Kopf, Körper. Andere Richtung. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Noch zwei. Körper, Kopf, Körper. Körper, Kopf, Körper. Stehen bleiben, nicht umfallen, weil euch schwindelig ist. Wir lösen die Arme, gehen hoch, Arme zur Seite. Gut. Als nächstes würden wir jetzt die Drehung üben, aber da ich nicht weiß, wie viel Platz ihr zu Hause habt und gerade am Anfang fällt man oft um, deswegen lassen wir das heute weg. Was wir jetzt aber noch machen, sind die Triplets. Triplets heißt, man hat drei Schritte und beim ersten geht man tief, tief und dann kommen zwei hohe, hoch, hoch. Wenn wir jetzt anfangen, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, ist unser nächster Triplet, wir haben ja jetzt 1, 2, 3 gemacht, geht das rechte Bein tief, tief, hoch, hoch. Probieren das aus, tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch und tief, hoch, hoch. Bisschen schneller, Achtung, und tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch und tief, hoch, hoch. Wir machen das mit Musik. Vanessa schreibt gerade, sie hat genug Platz zum Drehen. Das ist schön, Vanessa, dann kannst du auch gerne die Drehungen üben. Tief, hoch, hoch und dabei könnt ihr durch den Raum gehen. Wir machen es erst am Platz, dann laufen wir ein bisschen rum und den Rest seht ihr gleich. Achtung! Tief, hoch, hoch. Tief, hoch, hoch. Tief, hoch, hoch. Tief, hoch, hoch, 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 tief, kurze Pause. Wir stellen uns hin, Arme tief, Arme vor und wieder runter, Arme nach hinten und vor, zur Seite. Einstützen und wir laufen im Raum rum. Tief, hoch, hoch. 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 Tief und stehen bleiben. Arme zur Seite. Ich drehe mich nach vorne, der rechte Arm zum linken strecken. Nochmal. Und die andere Seite. Und eins, strecken. Zwei, strecken. Drei, strecken. Vier, strecken. Wir machen einen Armkreis.
stützen die Arme ein und laufen wieder durchs Zimmer. Und tief, hoch, hoch, 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 tief, hoch, hoch. Nochmal kurze Pause. Arme runter und wir machen Armkreise. Nach hinten und hinten, nach hinten, den vierten, andere Arm. Rück, 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 einen letzten. Arme einstützen und sieben, los. Tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch. Wer will, doppeltes Tempo. Tief hoch, hoch, 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 tief hoch, hoch. So, wir bleiben stehen. Wir sind hiermit am Ende von unserer Ballettstunde. Ich hoffe, meine Lieben, ihr hattet viel Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, Mama und Papa sind jetzt auch ein bisschen ballettbegeistert. Zeigt denen mal, was ihr gelernt habt, wenn die nicht ohnehin zugesehen habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald nochmal sehen. Einen schönen Tag noch und bis bald.